Schon wieder so kompliziert. Wie dein politisches Zeug. Emma, wie kannst du denken, dass das Zusammenleben von 82 Millionen Menschen nicht... Ich meine, diese Bauprojekte, ja? Die fallen eh entweder ins Wasser oder sind mega teuer. Außerdem, ja, weiß ich überhaupt nicht, wen ich wählen soll. Ja, die sind doch alle gleich, sag ich dir. Emma, du kannst dich auf den Internetseiten... Ja, Papa, Papa, auf den Internetseiten, ja? Und weißt du was? Es geht eigentlich eh nur um Macht. Ja, die wollen einfach nur ihre Macht zeigen, von wem das Volk wählt, ja? So ein Scheiß ist das. Wer braucht schon Politik? Ist total für'n Schmarrn. Emma, gehen wir doch einfach zu Sabine. Ja, wenn du meinst, Valentin, aber ich glaube nicht, dass uns das was bringt. Am 16. März sind Kommunalwahlen. Emma und Valentin sind wie über 500 weitere junge Fürther aufgerufen, das erste Mal ihre Stimme abzugeben. Leider ist das Kommunalwahlsystem sehr umfangreich und komplex, wodurch viele der ohnehin schon politikverdrossenen Jugendlichen zusätzlich abgeschreckt werden. Das ist Rüdiger. Als erfahrener Erklärhamster wird er unseren beiden Erstwählern heute zahlreiche Fachbegriffe und einige schwierige Zusammenhänge näher bringen. Da ist die Sabine. Die ist Journalistin und die kennt sich aus. Ich fürchte immer, das Problem ist, du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, will ich überhaupt keine Meinung haben? Will ich meckern und motzen, einfach so, wo ich gerade bin, so vor mich hin? Oder entscheide ich mit? Und ich glaube und ich weiß auch, es gibt Politiker, die sich dafür einsetzen, was mir wichtig ist. Das klappt nicht immer. Ich ärgere mich auch und ich maule auch. Aber im Großen und Ganzen gibt es diese Leute, die mich wirklich vertreten. Und deshalb gehe ich wählen. Aber es bringt doch nichts, diese kleinen Parteien zu wählen. Es gibt mir doch immer wieder die Großen. Das sieht vielleicht so aus, aber ich habe zum Beispiel erlebt, als so ein paar Leute auf einmal aktiv wurden, die gefordert haben, wir müssen auf die Umwelt achten, Bäume sind wichtig. Die wurden am Anfang wirklich echt für Spinner erklärt. Heute sind es die Grünen und die sind etabliert. Und deswegen ist auch deine Stimme nicht verloren. Selbst wenn du sagst, oh, ich habe doch die gewählt, jetzt haben die gewonnen. Die Partei, die du gewählt hast, geht ja unter Umständen in die Opposition. Das heißt, sie wird immer aufpassen, was die Partei, die die Mehrheit hatte, tut. Und woher soll ich wissen, dass der Politiker, den ich wähle, nicht korrupt ist? Das wirst du nie wissen, weil sowas passiert. Wo Menschen sind, passiert leider Mist. Ab und zu. Das Gute ist, dass wir tatsächlich in einer Demokratie leben, wo Leute aufpassen. Das sind Journalisten. Das wird in der Zeitung stehen, das wird in den Nachrichten kommen. Und das ist das Wichtige. Es gibt eine Kontrolle. Aber warum muss es denn dann so kompliziert sein? Könnte man da nicht irgendein anderes Rechtssystem einführen? Das könnten wir vielleicht, wenn der ganze Staat so groß wäre wie die Stadt Fürth. Dann würden wir einfach alle mal auf der Fürther Freiheit zusammenrufen und sagen, hebt die Hand, wenn ihr für schönes Wetter seid. Aber wir sind 80 Millionen Leute in Deutschland und das ist ziemlich viel. Da muss man ein System finden, was ein großes Maß auch an Gerechtigkeit findet. Aber warum ist es denn so kompliziert? Ich meine, die machen doch diese Texte extra so kompliziert, damit sie keiner versteht. Wenn hier in Fürth der Stadtrat etwas entscheidet, dann wird das in den Fürther Nachrichten auch stehen. Und da wird es erklärt werden und es gibt vielleicht sogar einen Kommentar. Ja, Emma, willst du jetzt wieder einen König haben oder was? Zurück ins Mittelalter? Ja, nein, aber da muss es doch eine Alternative geben. Die Menschen haben schon viel ausprobiert. Und im Lauf der vielen, vielen Jahre hat man herausgefunden, dass es nichts gibt, was uns Menschen so viel Freiraum für unsere Ideen und Meinungen gibt, wie eine Demokratie. Und das ist was sehr Wertvolles, denn wenn du keine Demokratie hast, nicht diese Vielfalt an Meinungen und Ideen und Freiräume für Gedanken hast, dann passiert was Böses. Das haben wir in Deutschland vor gar nicht so langer Zeit erlebt. 1989 sind im Osten die Leute auf die Straße gegangen, weil sie endlich ihre Meinung sagen wollten, weil sie endlich wählen wollten und nicht vorgegeben bekommen, da bitte Kreuz machen und dann kommen Wahlergebnisse raus, damals 99%. Das ist nicht Meinungsfreiheit. Oft genug hat es Diktatoren gegeben,
die sich erst nicht Diktator nannten und die dann irgendwann anfingen zu sagen, ihr macht das und wehe, ihr widerspricht mir. Die Leute hatten ihre Freiheit verloren und das ist schlimm. Es ist eine ganz wunderbare Sache, dass damals im Osten von Deutschland das unblutig und friedlich vonstatten ging, als die Menschen sich die Demokratie gewünscht haben. Im Moment haben wir wieder mit ansehen müssen, miterleben müssen, dass Menschen sogar gestorben sind. Und zwar in der Ukraine, auf dem Maidan, auf dem Platz, haben sich ganz viele Menschen versammelt und haben gesagt, wir wollen Freiheit, wir wollen Rechte, sagen dürfen, was wir meinen. Wir wissen nicht, wo das hingeht momentan. Wir wissen nicht, ob sich das zu einer tragfähigen, guten Demokratie entwickelt. Aber es gibt viele Menschen, die sich das sehr wünschen und dafür große, große Risiken in Kauf nehmen oder sogar dafür sterben. So dramatisch. Und deswegen darf man das, glaube ich, auch nicht zu gering schätzen, was Demokratie bedeutet. Ja, okay, vielleicht sind Wahlen gar nicht so schlecht. Aber ich verstehe das trotzdem nicht, das ist immer noch so kompliziert. Ich glaube, da gibt es eine ganz tolle Sache. Geh doch einfach mal zum Rathaus, zur Stadt Fürth. Und ich glaube, da findest du Leute, die es sehr gut erklären können. Heißt es, ich habe dann eine oder mehrere Stimmen? Oder wie sieht das denn dann aus? Es gibt 7 Listen, das heißt 7 Parteien bewerben sich mit je 50 Kandidaten. Heißt es dann, man muss da 50 Sachen ankreuzen oder wie sieht das aus? Entweder ich mache es mir einfach und sage, eine dieser 7 Parteien, die entspricht meinen politischen Meinungen und dann nehme ich einfach diesen Kreis hier oben und mache ein Kreuz und vergebe 50 Stimmen. Wenn ich aber sage, ich habe aus Partei A 3 Leute, aber auch aus Liste B, C, D, E, F habe ich Kandidaten, dann kann ich quasi panaschieren. Das heißt, ich gebe da 3 Stimmen, da 3 Stimmen, muss aber darauf achten, dass ich insgesamt nie mehr als 50 Stimmen vergebe. Die 50 Stimmen deswegen, weil eben der Förderstadtrat eben über 50 Stadträtinnen und Stadträten verfügen darf. Entscheidungen werden in Deutschland auf mehreren Ebenen gefällt. Der Bundestag in Berlin stellt die Weichen für Gesamtdeutschland. Dem folgt die Landesebene, in unserem Fall Bayern. Bayern wiederum ist in Bezirke aufgeteilt, zum Beispiel Mittelfranken. Innerhalb der Bezirke gibt es Städte und Landkreise. In Städten werden Oberbürgermeister, Bürgermeister und Stadträte gewählt. Im Landkreis entspricht der Landrat dem Oberbürgermeister und der Kreisrat stellt das Äquivalent zum Stadtrat dar. Innerhalb der Städte und Landkreise gibt es wiederum Stimmbezirke mit eigenem Wahllokal. So können beispielsweise alle Ronhofer in der Seeackerschule um die Ecke wählen gehen. Der Stadtrat ist die höchste politische Entscheidungsebene innerhalb des Fürther Stadtgebietes. Chef dieses Gremiums ist der Oberbürgermeister. Der Stadtrat besteht derzeit aus 7 verschiedenen Fraktionen. Als Fraktion bezeichnet man die Gruppe aller gewählten Vertreter einer Partei im gleichen Gremium. Tritt ein Abgeordneter während der Zeit, für die er gewählt wurde, aus seiner Partei aus, behält er trotzdem für den Rest seiner Amtszeit seinen Stadtratssitz und wird ab seinem Austritt als sogenannter Parteiloser geführt. Um regieren zu können, benötigt eine Partei mehr als die Hälfte aller Stimmen. Wenn keine Partei so viele Stimmen bekommt, müssen sich mehrere Parteien zusammenschließen, bis in Summe mindestens die Hälfte aller Stimmen erreicht sind. Man spricht dann von einer Koalition. Ist es so, habe ich dann nochmal einen Stimmzettel und da wähle ich dann die Oberbürgermeisterin, den Oberbürgermeister meiner Wahl. Aber hier auf diesem Stimmzettel darf ich nur ein Kreuz machen. Aber Achtung! Beim Abstimmen ist es wichtig, einige Regeln zu beachten. Auf dem Stimmzettel darf nur in die vorgesehenen Felder geschrieben werden. Kommentare und Ergänzungen machen den Stimmzettel ungültig. Gleiches gilt für verfassungsfeindliche Symbole. Muss ich denn dann eigentlich auch in meinem eigenen Stimmbezirk wählen oder kann ich irgendwo in einem Bezirk in Fürth wählen?
wenn man weiß, dass es an dem Tag schwierig ist, in dem zugeordneten Stimmbezirk wählen zu gehen, wäre wahrscheinlich die Briefwahl sicherer. Oder man geht dann direkt aufs Wahlamt ins Ämtergebäude Süd. Und wie ist es jetzt genau mit der Briefwahl? Wie geht das? Neben den ausgefüllten Stimmzetteln muss man bei der Briefwahl auch einen sogenannten Wahlschein an das Wahlamt senden. Auf diesem muss man mit seiner Unterschrift versichern, dass man die Briefwahlunterlagen nach eigenem Willen und ohne Beeinflussung ausgefüllt hat. Ist das falsch, drohen wegen Falschaussage unter Eid Haftstrafen von 1 Jahr und mehr. Wichtig ist es, alles in der richtigen Reihenfolge in den Wahlbrief zu packen. Die beiden Stimmzettel müssen in den weißen Stimmzettelumschlag, dieser dann zusammen mit dem unterschriebenen Wahlschein in den roten Umschlag. Guter Tipp, man kann sich auf unserer städtischen Homepage unter www.fürth.de/wahlen im Moment schon einen Probestimmzettel anschauen. Auf dem kann man auch mal Probe wählen und der zeigt dann auch an, wenn man zum Beispiel das mit diesem Panaschieren über die Listen hinweg oder kumulieren, dass man über 50 Stimmen geht, dann zeigt der auch an, falsch. Und was ist eigentlich jetzt mit der Piratenpartei? Wieso ist die nicht auf dem Stimmzettel? Parteien, die bisher nicht im Stadtrat waren oder sind, die müssen sich vor einer Wahl quasi mit Unterschriften um eine Zulassung bewerben. Und die Piraten haben diese Mindestanzahl an Unterschriften leider nicht geschafft und können somit auch nicht zur Stadtratswahl antreten. Und eins vielleicht noch, sollte am 16. März keiner der OB-Kandidaten die absolute Mehrheit haben, dann gibt es 2 Wochen später eine Stichwahl zwischen den Kandidaten, die am 16. März die beiden meisten Stimmen hatten. Um die wichtigsten Standpunkte der Fürther Stadtratsparteien kennenzulernen, haben wir alle kandidierenden Parteien aufgefordert, uns ihre 3 wichtigsten Ziele zu nennen. Von der christlich-konservativen CSU lagen bis Redaktionsschluss keine näheren Angaben vor. Die SPD wünscht sich mehr Arbeitsplätze und bezahlbaren Wohnraum, neue Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten sowie eine Weiterführung des Schuldenabbaus. Ziel der Freien Wähler ist es, die Kita- und Krippengebühren zu senken, die Strom-, Gas-, Wasser- und Nahverkehrspreise stabil zu halten und statt Luxussanierungsmaßnahmen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Grünen setzen sich vorrangig für die Umwelt ein. Unsere Anfragen zu konkreten Zielen blieben allerdings unbeantwortet. Die Fürther Linke macht sich gegen Nazis und Rassismus stark, fordert eine massive Preissenkung im öffentlichen Nahverkehr und bezahlbare Wohnungen. Die FDP wünscht sich ein Jugendparlament, zusätzliche Sport- und Spielstätten und ein 4. Gymnasium. Die Republikaner planen eine Rückführung der städtischen Verschuldung, die Stärkung von Tradition, Brauchtum und Heimatverbundenheit sowie die konsequente Bekämpfung von Extremismus jeglicher Art. Schau immer. Du beschwerst dich doch andauernd, dass es Politiker und Politikerinnen nur auf Plakaten und Wahlzetteln gibt. Und jetzt sind wir bei Frau Bayer-Tersch. Jetzt kannst du deine Fragen stellen. Frau Bayer-Tersch, wie wird man denn eigentlich Politiker? Ich habe bereits im Alter von 14, 15 Kontakt bekommen mit der Jugendorganisation der CSU, der Schülerunion, und bin dann während meiner Berufsausbildung eigentlich sehr passiv wieder geworden, war zwar noch Mitglied, habe aber nichts mehr gemacht. Und dann fand ich in Fürth für meine erste Tochter keinen Kindergartenplatz. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt ist der Zeitpunkt, wieder aktiv zu werden. Kurz danach wurde dann die Liste für den Stadtrat aufgestellt. 1995 war das dann. Und dann hat man gesagt, okay, junge Frau mit Kindern, tut was, die möchten wir auf der Liste haben. Und durfte dann 96 das erste Mal in den Stadtrat einziehen. Und jetzt sind wir beim Roland Richter und hören uns mal einen anderen Standpunkt an. Ja, also es hat sich bei mir schon lange abgespielt im Kopf, dass ich irgendwas machen möchte. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, was gibt es für Möglichkeiten und was für eine Partei passt zu mir oder wo kann ich hin? Und habe für mich dann festgestellt, dass die SPD eigentlich die richtige Partei für mich ist. Und was erfüllt eigentlich einen als Politiker eigentlich am meisten? Für mich
ist die Zusammenarbeit mit den Menschen was ganz was Wichtiges. Ich unterhalte mich gern mit Menschen, ich nehme gern Ideen auf und ich arbeite gern mit Menschen zusammen, um gemeinsam was voranzubringen. Zum Beispiel hier diese Kindergrippe. Wie muss man sich dann so einen Wahlkampf vorstellen? Ist es nur Plakate aufhängen, Flyer verteilen oder so? Oder haben wir da noch andere Aufgaben? Natürlich, man muss ein Stück weit mithelfen, sag ich mal. Also wenn die Partei, muss sich ja ein Stück weit bekannt machen und auch irgendwo in Fürth zeigen. Und dafür ist natürlich jede Hand, wird da gebraucht, dass man einfach sagt, man muss jetzt Flyer auch mal verteilen, man muss auch mal Plakate aufstellen oder ablösen. Und das ist einfach eine Arbeit, die dazugehört, wie der Bäcker sein Mehl zum Brötchenbacken braucht. Also Flyer verteilen muss man natürlich, wenn Wahlkampf ist, klar. Wahlkampf bei mir speziell sieht halt jetzt so aus, dass ich einen eigenen bisschen abweich von der normalen Linie des Wahlkampfs. Ich habe ein Auto bedruckt, ich habe einen Anhänger bedruckt mit meinem Gesicht drauf, mit meinem Namen drauf. Ich sehe es halt so, ich will in den Stadtrat und wenn ich mir was in den Kopf setze und wenn ich auf einer Liste stehe, dann will ich da auch rein. Und dann habe ich noch einen Freund von mir, der ist Bäcker. Und der hat für die Zeit meines Wahlkampfs jeden Tag 150 Brote gebacken. Also backt er jeden Tag für mich. Und am Wochenende, am Samstag, sind es 500 bis 600 Brote, die verschenkt werden und verteilt werden. Also das heißt, das nennt sich dann auch die Richterkruste. Ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Das Brot gibt es dann auch bloß bis 16.03. Dann wird es wahrscheinlich das Brot nicht mehr geben. Jetzt ist aber die Nachfrage schon so groß, dass es das Brot wahrscheinlich danach auch noch gibt. Und dann kommt man auch mit den Leuten ins Gespräch und dann merkt man auf einmal, Politik ist doch nicht so trocken und ich quatsche dich jetzt zu, sondern über dieses Brot kommt man eigentlich in eine ganz andere Richtung, in ein ganz anderes Gespräch und dann heißt es, Mensch, ich habe dreimal schon im Rathaus angerufen und weil mich das total nervt, dass da drüben immer die Mülltonnen falsch stehen und was weiß ich. Also man kommt mit den Leuten wirklich ins Gespräch und über diese Mülltonnen dann auch zu ganz tollen Themen. Also ich habe viele Sachen erlebt. Ich habe letzte Woche eine Sache erlebt, da habe ich einen afghanischen Mitbürger an der Tankstelle getroffen, wusste aber nicht, dass er Afghane ist und wollte mir Brot schenken. Und dann sagt er zu mir, er nimmt das Brot nicht an. Er nimmt gerne meinen Flyer, aber nimmt das Brot nicht an. Er kommt aus einer anderen Kultur, da schenkt man kein Brot. Also man teilt ein Brot, aber man schenkt das Brot nicht. Und jetzt waren wir alle beide da gestanden. Ich dachte mir, ich wollte eigentlich was Gutes tun. Er hat auch gesagt, er wählt mich gerne, kein Problem, aber er kann das Brot nicht annehmen. Und ja, und dann ist er zum Zahlen gegangen, kam da wieder raus und in dem Moment kam eine Bekannte von mir angefahren, die dann auch da gedankt hat. Und dann habe ich gesagt, ich habe die Idee und habe dann wirklich das Brot gebrochen. Wir haben dann zu dritt ein Stück von dem Brot gegessen und dann hat er das Brot mitgenommen. Und das fand er auch total toll. Also so kommt man mit Leuten einfach auch ins Gespräch und kommt mit Leuten zusammen. Und in der Zwischenzeit, also wenn kein Wahlkampf ist, was hat man da so für Aufgaben? Jeder Stadtrat, jede Stadträtin hat seine Ausschusssitze, je nachdem, welche Schwerpunkte er pflegt. Bei mir sind es Jugend, Schule, Bildung, Sport, Gesundheit, wo ich so aktiv bin. Und in dem Zusammenhang besucht man dann auch die Vereine und Verbände, die da was damit zu tun haben. Es gibt immer irgendwie unter der Woche irgendwelche Sitzungen, wo man daran teilnehmen kann oder auch muss. Also man ist ziemlich viel unterwegs, vornehmlich abends. Das ist manchmal mit der Familie nicht so ganz zu vereinbaren. Aber das ist die Arbeit, die man eigentlich tatsächlich zwischen den Wahlen leistet. Kann das nicht einmal vorkommen, dass Politiker dann von ihrer Parteilinie abweichen oder machen die immer, was die Partei ihnen sagt? Insgesamt muss man sagen, wird immer eigentlich einvernehmlich abgestimmt. Jeder Politiker, jede Politikerin hat aber die Möglichkeit, nach ihrem eigenen Gewissen abzustimmen. Das wurde ja vorher besprochen. Also man muss nicht immer auf der Linie der Partei sein. Man kann auch eine andere Meinung haben und die kann man auch vertreten. Die Frage ist, wie vertrete ich sie? Vertrete ich sie in der Partei, in der Fraktion, mit meinen Parteigenossen? Oder sage ich jetzt mal, erzähle ich draußen den Nachbarn und sonst wie, da bin ich ja ganz anderer und so weiter. Und wenn dann wirklich jemand sagt, ich kann da überhaupt nicht mitstimmen, dann kann er auch dagegen stimmen. Und welche konkreten Ziele gab es in den letzten Jahren in Ihrer Partei? Also es gab viele konkrete Ziele, die verwirklicht worden sind. Also wir haben ja einen wunderbaren Oberbürgermeister, der da wirklich auch tätig ist, ja, in seinem Amt. Und also Ziele, die er erreicht hat, waren natürlich auch, also allein die Wohnsituation, die geschaffen worden ist, also mit 4.000 Wohnungen in Fürth selber und einfach von 111.000 Mitbürgern auf 120.000
die anzusiedeln. Also das ist schon ein Meilenstein, muss man sagen. Es gibt auch noch andere Sachen wie Schuldenabbau, der jetzt auch begonnen hat. Wir hatten natürlich viele Ziele in den letzten Jahren, haben uns aber unheimlich schwer getan, jetzt aus Sicht der CSU diese tatsächlich umzusetzen. Wir haben ja seit der letzten Kommunalwahl eine absolute Mehrheit der SPD im Stadtrat. Die sind die stärkste Fraktion und damit ist es schwer, sich dagegen zu stellen, weil man einfach nicht die Mehrheiten bekommt, wenn man andere Ideen hat. Wir haben die älteste Feuerwache in Bayern und diese Feuerwache ist richtig baufällig und es soll eine neue Feuerwache entstehen. Die Pläne sind seit vielen, vielen Jahren in den Schubladen und die soll so schnell wie möglich umgesetzt werden. Das hätten wir gerne gehabt. Die Mehrheit hat es anders gesehen, deshalb gibt es noch immer keine neue Feuerwache. Dann mussten wir schmerzliche Einsparungen vornehmen in der großen Einsparungsrunde, die wir in Fürth hatten. Und da waren Dinge dabei, wo wir nicht glücklich drüber waren, aber wir haben eingesehen, zum Wohle der Stadt Fürth muss es erstmal sein, aber wir wollen bestimmte Dinge, wollen wir eigentlich so schnell wie möglich zurücknehmen. Und das ist zum Beispiel die Einsparung bei den Fördervereinen und Verbänden. Und wir haben zum Beispiel in den Realschulen das Problem, dass da die Klassen sehr groß sind. Wir haben große Klassen in den Realschulen, weil einfach die Nachfrage entsprechend da ist. Und wir haben innerhalb der Einsparmaßnahmen haben wir die Förde-Eingangsklasse bei der städtischen Realschule, der Hans-Böckler-Schule, haben wir gestrichen. Und das möchten wir zurücknehmen. Wir wollen wieder, dass es 4 Eingangsklassen gibt, dass die Kinder in kleineren Klassen unterrichtet werden können. Und das ist was, was wir ändern möchten, was wir aber bislang nicht umsetzen konnten, weil wir einfach zu wenige waren. Was kann dann so ein Stadtratsmitglied eigentlich entscheiden? Also könnten die jetzt zum Beispiel die Todesstrafe oder so wieder einführen? Also die Todesstrafe nicht. Wir in Fürth im Stadtrat entscheiden über unsere Belange in der Stadt. Wir können Steuern erhöhen, aber halt nur die Steuern, die mit uns was zu tun haben, wie zum Beispiel die Hundesteuer oder die Zweitwohnungssteuer. Wir verwenden die Gelder, also die die Stadt einnimmt, darüber entscheiden wir, wie die verwendet werden, welche Baumaßnahmen gemacht werden. Wir entscheiden über Ausweisung von Neubaugebieten, wir entscheiden über Benennung von Straßen, also wir entscheiden über Verkäufe von Grundstücken zum Beispiel, über Ansiedlung von Gewerbe. Und wie kann ich mich als junger politikengagierter Mensch einbringen? Also da gibt es ja diese Jusos zum Beispiel. Also man kann natürlich auch einen Mitgliedsantrag ausfüllen. Man muss auch nicht gleich Mitglied werden. Man kann auch mal reinschnuppern. Man kann auch sowas wie einen Gastantrag stellen in der Partei und kann da einfach mal reinschnuppern. Ist das eigentlich was für mich? Was machen die da genau? Wir haben Ansprechpartner, die diese Junge Union machen. Die machen ihre Versammlungen. Dann wird dann eingeladen, auch zu den Parteiveranstaltungen, dass man sagt, informiert euch, schaut vorbei. Die Junge Union lädt dann selber wieder die Stadträte dazu ein, dass die zu bestimmten Themen dann zum Beispiel sprechen können, dass man sich da die Informationen holt. Da, siehst du, Valentin, da hast du Menschen, mit denen du dich über Politik unterhalten kannst. Ja, da musst du mich nicht wieder die ganze Zeit nerven damit. Ein Politikfan wird aus Emma nicht mehr. Dennoch hat sie sich überzeugen lassen. Wählen ist wichtig. Um sich alles noch einmal in Ruhe anschauen zu können, hat sie sich ihre Briefwahlunterlagen nach Hause geholt. Nachdem sie ihre Stimmen vergeben hat, muss sie nur noch auf dem Wahlschein unterschreiben und dafür sorgen, dass der Brief rechtzeitig bis zum 16. März wieder zum Wahlamt kommt. Der Postversand ist zwar kostenlos, dauert aber länger. Sicherer ist es, den ordnungsgemäß verschlossenen Wahlbrief selbst zum Wahlamt zu bringen. Politik-Nerd Valentin muss sich mit seinem Reisepass ausweisen, da er sich regelrecht auf die Wahl gefreut und in der Aufregung prompt seine Wahlbenachrichtigungskarte beim Taekwondo liegen gelassen hat. Macht aber nichts, da er in seinem Wahllokal im Wählerverzeichnis steht. Als in Fürth lebender Österreicher darf er allerdings nur den Stadtrat wählen, nicht aber den Deutschen Bundestag. Du wirst die Unterlagen einfach zugeschickt bekommen und dann gehst du in das Wahlbüro, das ist sogar bei dir in der Nähe, gehst in eine Kabine und machst dein Kreuzchen. Ende. Emma und Valentin sind fiktive Charaktere, ihre politische Einstellung entspricht nicht zwingend der ihrer Darsteller. Alle übrigen Aussagen spiegeln die Meinungen ihres jeweiligen Verfassers wider, nicht die der Redaktion.